Hallöchen, willkommen zurück zu Hexels Infinite. Wir sind in Level 3.5. Es geht langsam. Also es geht langsamer. Aber es wird auch komplizierter. Beispielsweise. Das wird uns nicht erklärt, aber hier haben wir oben eine 3 stehen und hier eine 2. Das heißt, hier oben muss 1 drin sein, weil das hier unten abgenommen hat. Und da das zusammenhängt ist, müsste es heißen, dass hier, hier und hier blau ist. Genau. Also wenn übereinander welche stehen, dann, wenn sich da zum Beispiel, wäre jetzt hier oben eine 3 und hier eine 3 unten gewesen, hätte man das alles schwarz machen können. So. Oder hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja gut. Oben eine 7, unten eine 1, das heißt 6 Felder müssen da blau sein. Das heißt alle. Das heißt, auch der hier kann nicht sein. Jetzt sind hier noch welche übereinander? Ja, hier ist also eines drin. Hier oben ist eines drin. Das heißt, die zwei sind nicht dabei. Okay, der muss blau sein. Denn hier kann nur ein einziges blaues Feld sein. Dann ist der fertig. Dann ist der fertig. Dann ist der fertig. Wunderbar. Wegen der, ne? 2. Was? Ach, der hatte schon eins. Der hatte schon 2, meine ich. Ich dachte, der muss hier eins kriegen. Och Gott. Wieso muss denn jeder Part mit einem Fail anfangen? Also nicht jeder, aber jetzt die letzten beiden. Ist ja grauenhaft. Aber so bin ich halt. Also nicht grauenhaft. Ja, manchmal. Nein. Fails gehören dazu. So sind wir da dazu gekommen. Genau. Einer von denen, die beiden sind schwarz. Ja, wie man jetzt gerade sieht, ich mache das jetzt irgendwie andersrum als vorher. Aber genauso profund. Gut, hier muss einer sein und er hat schon 2, also muss der hier unten schwarz sein. So rum ist es richtig. Der ist auf jeden Fall blau. Da die nicht zusammenhängen dürfen, ist das auch eindeutig. Ja gut, der muss dann hier noch blau sein. Der ist fertig. Die müssen zusammenhängen, die zwei in der Reihe. Das heißt also, es könnte hier sein, aber nicht die zwei. Das heißt, er ist definitiv schwarz. Das heißt auch, der ist definitiv blau. Ach ja, und der muss auch blau sein wegen der 1. Es wird ja langsam. Die 1. Können wir auch entfernen, diese 0. Das bringt uns jetzt nichts zu wissen, dass hier einer hin muss. Ah, den können wir noch blau färben, aber das bringt uns auch nicht weiter. Machen wir auf der linken Seite weiter. Das hier ist alles schwarz. Der hat seine 2. Definitiv blau. Darf nicht zusammenhängen. Das müssen die zwei hier sein, weil die auch nicht zusammenhängen dürfen wegen der 2.
Goodie. Also links ist Kammer komplett fertig. Der ist auch noch blau. Muss hier dabei sein. Kann nicht hier sein. Muss hier sein. Ist weg. Okay, links ist fertig. Jetzt müssen wir gucken, dass wir rechts irgendwie weiterkommen. Können wir das? Dann hätten wir aber auch da anfangen können vorher. Weil ich habe jetzt da unten nichts geschaffen, wo ich mir sagen kann, hey, da muss hier rechts was weitergehen. Okay, schauen wir mal. Ach ja, gut. Hier kann nur eins blau sein. Es können nicht die... Eines davon muss blau sein, weil die ja nicht aneinander hängen können. Das ist schwarz. Okay, bringt uns das was? Ja, die sind alle blau. Dann können wir hier weitermachen. Sehr schön. Und das war's ja auch schon wieder. Geil. Wie schaut's mit dir aus? Bringt uns nichts. Oh, hier oben. Ja, eindeutig. Eindeutig. Was überlegt er denn da so lang? Fail, bum bum. Noch mal alles von vorne. Oh Gott. Beim nächsten Fail schließe ich das einfach ab und reiche das nach als Endergebnis. Puh, okay. Wo es dann nochmal weitergegangen ist, aber das ist hiermit eindeutig. Uff. Der muss. Ja, der muss auch. Ach ja, der hat sein Feld schon. Und wieder auf eine dritte Art und Weise diese Passage gelöst. Also man sieht schon. Das ist nicht unbedingt notwendig, das nach irgendwie immer dem gleichen Weg zu machen. Jetzt konzentrieren, der kann nicht, der muss. Nochmal nachgeguckt. hier müssen zwei rein. Gut.
schwer sein. Fast. Der ist durch. Der 1, 2. Der muss. Jupp. Das heißt, der ist schwarz. Geil. Haben wir schon mal die rechte Seite durch. Vorher waren wir auf der linken Seite. Ach ja. Das heißt, der darf nicht blau sein. Wie kommt man denn auf das hier? Okay. War gerade ein bisschen verwirrt. Auch nichts Neues, ich weiß, ich weiß. Zwei zusammenhängende. Entweder die zwei oder die zwei. Das heißt, die sind... Was sind die? Machen wir erstmal das so. Hätte ich mich jetzt verzockt? Da muss einer dabei sein. Ah, der hat ja schon, zwei blaue. Ich übersehe das manchmal, dass das so aneinander hängt. Ah, ja, der kann nicht. Ach, es sind keine mehr übrig. Ja, gut. Es könnte so einfach sein. Aber ist es nicht immer. Hier wegen der 3, das kann... Die zwei müssen dabei sein. Das ist dann immer so schön, wenn das hier... Ach ja klar, das ist ein Viererfeld, kein Dreierfeld. Oh, zum Glück ist das am Anfang passiert. Ha! Oh, das war ein Versehen. Das wollte ich eigentlich nicht. Das will ich dann auch nicht drin haben. Okay. Der kann auf jeden Fall nicht sein. Und der kann nicht sein. Aber hier kann doch alles sein. Jetzt nicht mehr. So ist es schon... So ist es schon besser. Ja, das ist ja alles relativ eindeutig. Das hier bringt mir was. Es dürfen nur drei blaue oben sein und einer muss hier sein. Genau, einer muss da sein. Das heißt, die sind nicht dabei. Okay. Dann geht das hier ja doch noch weiter. Aber nicht sonderlich weit. Das ist auch klar, dass hier nur einer von... Ach, da muss aber einer sein. Das heißt, die zwei sind definitiv nicht drin. Bringt mir jetzt momentan immer noch nicht so viel. Doch, bringt's. Die drei sind blau. Nein, halt. Könnten auch die drei sein, aber die zwei auf jeden Fall. Thank you.
das ja auch eindeutig. Ja, hier kann keiner mehr drin sein. Der ist definitiv dabei. Der kann weg. Das bringt uns immer noch nichts. Nur einer von den beiden kann. Das heißt, die zwei müssen. Für die vier. Okay. Oh, war das gerade... Ach, keine Ahnung. Blau. Schwarz. Bringt nichts, bringt nichts. Der kann nicht blau sein. Ah ja, der muss blau sein. Ja, klar. Kann ich jetzt mit den Dingern arbeiten? 1, 2, 3, 4. Jawohl. Dann ist der durch. Der ist durch. Hier ist durch. Da ist durch. Alles ist durch hier. Einen Versuch packe ich noch ein. Das tut immer so weh. Ich meine, wenn man sich verrechnet mit so ja, Konstellationen von wegen hier und da und bla, hier müssen so viele und da so viele, ist es okay. Aber wenn man einfach übersieht, dass, wenn ich jetzt sagen würde, oh, hier, es muss noch blau sein, obwohl hier schon drei sind, das tut am meisten weh. Das schmerzt jedes Mal. Die zwei müssen das sein. Bin immer noch nicht so weit. Die zwei sind durch, die sind durch. Die zwei können nur hier sein. Die zwei werden wichtig, wenn wir da unten mal ein bisschen was haben. Ach ja, da muss einer von den beiden sein. Das heißt, die dann nicht. Was hat uns das jetzt hier gesagt? Ach ja, genau. Einer von den beiden muss, also die zwei müssen. Gut, so war das. Ich dachte gerade schon, hier haben wir doch irgendwie vorher weitergemacht. Ja klar, das hier sind alles schwarze Felder. Der muss blau sein. Der kann nicht. Nur einer von den beiden, das heißt, die beiden müssen. Alright.
Ja, mal überlegen. Ich vergesse das auch immer, wie ich das gedaddelt habe. So, konzentrieren. Ich weiß, die 20 Minuten sind um, aber dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen länger, bis entweder ist es fertig oder es kommt ein Fehler. Eins von beiden wird schon passieren. Der muss noch blau sein. Das heißt, das ist irrelevant. Der ist schon komplett... Ah, da habe ich einen Fehler gemacht, richtig. Ich dachte, die zwei müssten, aber der hatte schon einen. Ja, wie machen wir da jetzt weiter? Wie machen wir das? Können wir hier was machen? Noch nicht. Eine, zwei. Muss hier irgendwas dabei sein? Nein. Muss nicht. Schade. Hier muss einer sein. Das bringt uns nichts. Sehr schön. Einer von den beiden, einer von... Also es könnte sein, der hier plus der da. Oder einfach nur der. Ach Gott. Oh. Was übersehe ich hier schon wieder? Also es kann nur einer von den beiden sein. Das bringt mir aber auch nichts. Genauso wenig wie das da. Das könnte mir was bringen. Ah, bringt... Da, natürlich, ich kann ja hier noch... das definitiv... Ah, Quatsch, stopp. Das ist ja gar nicht getrennt. Jetzt hätte ich fast schon wieder irgendeinen Scheißdreck gebaut. Das sind zu viele Folgen am Stück. Die Konzentration lässt richtig nach. Überhaupt nichts. Das auch nicht. Das könnten nämlich auch hier und die zwei sein. Das Einzige, was mir das hier sagt, dass mindestens eins von denen leer sein muss. Na super. Nein, halt, Quatsch. Muss es überhaupt nicht. Das Problem ist, ich kann auch nicht mit den remaining Dingern arbeiten. Das sind 33! Ah. Die 6er da oben bringen mir nichts. Oh, halt, warte. Nein. Nein. Ich dachte gerade, ich hätte was rausgenommen, was es noch gar nicht hätte raus sollen dürfen müssen. Ah. Da drehst du doch am Rad. Oh!
Nee. Scheiße. Jetzt dachte ich gerade, ich hätte was, aber nee. Nee, das ist doch Mopitz. Da unten gibt's was. Da unten gibt's was. Okay. Diese drei. Es können nicht diese zwei sein. Also einer von denen und die zwei müssen sein. Ja, ich kann weitermachen. Gott sei Dank. Ne, halt, Moment. Hirn sei Dank. Ja. okay. Schön, dass wir jetzt hier so viel weitergekommen sind. Oh, leg mich doch am Arsch. Will ich hier? Kann man die drei hier nehmen? Es gibt keine Restriktionen dafür. Scheiße! Das habe ich mich schon gefreut, dass es weitergeht. Die Sache ist einfach, es muss ja einer von denen sein. Aber es kann sein, dass es hier und hier ist. Und hier nichts, oder... Einer von den beiden muss auf jeden Fall noch blau sein. Aber man kann nicht genau, man kann es halt nicht sagen. Wenn's der hier ist, dann kann es der schon mal nicht sein. Schön, aber das bringt mir auch nichts. Wenn es der hier ist, dann habe ich hier deutlich... Ja, dann kann ich da deutlich mehr wegmachen, aber das kann... Manchmal hasse ich das Spiel, aber nur manchmal. Schon fast eine halbe Stunde. Wie schaut's mit der 3 aus? Oh. Oh. Oh, Moment. Das heißt, der muss blau sein. Was mir auch wieder eigentlich gar nichts bringt. Moment, muss der blau sein? Ja, der muss. Doch, muss. Ja, sehr cool. Gut, dann heißt es, die zwei sind schwarz. Ja, schön. Ach ja, das heißt, der hier kann auch nicht sein. Oh, geil. Das heißt, der muss. Das ist irrelevant. Der kann weg. Halt, den lasse ich mal lieber an. ja klar, der muss. Ein Feld zu viel. Ein ist zu viel für die 6. Die 6 bringt mir auch nichts. Die 3 bringt mir immer noch nichts, richtig? Oh halt, ich kann hier was Definitives machen. Ja klar, die 1 hier einsetzen, oder? Ja. Dann ist die 2 versorgt. Jetzt kann ich die 6 benutzen. Oder 1, 2, 3. 3 fehlen und es sind noch 3 Felder da. Geil. Geil, geil, geil. Bringt mir aber noch nichts. Ah, die 3 ist fertig. Die 2 ist durch. Ich habe die 1 gefunden.
Nuller sind immer schön. Dann die 2 ist eindeutig. Ja gut, die 3 kann nur hier sein. Die 2 ist fertig. Der kann weg. Haben wir nicht gebraucht. Ja, schon irgendwie, aber... Der hier muss auf jeden Fall blau sein. Dann ist der hier eindeutig. Und diese 2 muss hier sein. Dann ist die fertig. Die 3 geht nur so. Also beide Dreier. Der 1er. Ich glaube, wir kriegen es nicht in die halbe Stunde rein. Die 2 ist auch fertig. Jetzt hätte ich fast wieder einen Scheiß geklickt. Die 3 ist durch. Wir haben es bald. Wie schaut es jetzt mit der 6 aus? 1, 2, 3. Okay. 4, 5, 6. Die 3. 1, 2, 3. Das heißt, die 2 sind nicht drin. Wie schaut es mit dir aus, Kumpel? 1, 2. Ah, ist nicht eindeutig. Ist nicht eindeutig. Ah, aber die 1 hier und die 2. Die 2 ist auch klar. Der 1er jetzt auch. Diese 1. Die 1 ist klar, das heißt, der da ist schwarz. Eine 0. Der ist durch. 1, 2. Das heißt, der hier muss noch raus. Oh ja. Oh ja, wir haben es gleich. Die 2. Der 3er. Der 2er. Ah, Gott sei Dank. Puh. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich mach Poisken. Wir sehen uns in der Welt 4. Mal gucken, ob da was Neues dazu kommt. Ciao.